Yo, servus Leute, sehr herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Reaction. Wir reagieren auf Musik X, Loredana, Romeo und Juliet, produced by Mixu und MacLeod. Gib ihm 2 Euro Music. 2 Euro Music. Ist das nicht, ganz kurz, ist das nicht deren Label? Weil ich kenne noch irgendwie so eine Line von Loredana, wo die sagt, und wenn ich unterschreibe, dann nur bei der 2-Euro-Gang. Und dann Bonnie, Bonnie. Und du bist Kleid. Hey Julie, Julie, ich bin Romeo. Du denkst da doch süß wie ein Oreo. Hey Julie, Julie, Union Romeo. Mixu, MacLeod und MB. Alles, was ich will, ist nur mit dir. Okay, okay, okay. Der Anfang war nicht schlecht. Der Anfang war auch... Ist auch, ich finde, gut bearbeitet. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt, aber die Stimmlage ist da gut bearbeitet worden. Jetzt beginnt wahrscheinlich der erste Part von ihr. Man hat ja, es gab ja diese Hörprobe, Leute. Die Hörprobe, muss ich sagen, fand ich echt, hat sich auf jeden Fall gut angehört. Ich bin auch echt gehypt auf den Track. Wir sein, was die anderen machen, interessiert keinen. Alle abgefuckt, aber wir scheinen. Kann das nicht erklären, hier in vier Teilen. Immer geil. Unterwegs, folgt ihr bis nach Hongkong. Lass mich nicht allein, bitte Baby, komm schon. Fendi oder Louis, kommst du mir. Auch gut, wie sie erstmal rappt und dann dieser Beat kurz stoppt und dann sie weitermacht, ist auch nochmal geil. Sorgt auch für einen gewissen Wechsel. Feier ich bis jetzt auch. Ich muss aber sagen, Leute, ich bin ehrlich, ich finde sie, wenn sie rappt, finde ich sie nicht so stark. Ich finde sie in der Hook finde ich sie immer stärker. Aber ich guck mal, wie es heute wird. Geil, geil. Okay, dann hören wir jetzt wieder die Hook. Haben wir ihren Part gehört. Ich fand es auch nochmal sehr, sehr gut, dass sie mit ihrer Stimme so dass sie mit ihrer Stimme nochmal so hochgegangen ist. Das sorgt nochmal für eine Aufmerksamkeit. Man guckt nochmal und ich muss sagen, ich finde Autotune bei ihr hört sich gut an. Ich finde, sie hat so eine Stimme, die erkennst du einfach wieder. Und ich finde, ich mag ihre Stimme. Oh, wie ich es liebe. Ich sag's in jeder Reaction fast, wenn sowas vorkommt. Aber wie ich es liebe, wenn zwei Künstler jetzt oder zwei Rapper oder so in der Hook sich einfach abwechseln. Wenn erstmal Musik anfängt und dann Loredana, dann wieder er, dann wieder sie. Dieser Wechsel, ne? Ich feiere den sehr, sehr, sehr übelst. Habe ich schon gesagt, dass ich ihn feiere? Ich feiere es auf jeden Fall. Ja. Boah, Leute, die Sache ist, Albanisch hört sich so geil an. Ich bin auf jeden Fall auch auf diesen Song von AZ gespannt, aber ich meine, Albanisch kommt ja jetzt immer mehr in diese Deutschrap-Schiene rein und das zusammen... ist echt eine gute, harmoniert echt gut zusammen, muss ich sagen. Ich verstehe leider kein Wort, könnt ihr mir ja sagen, so ganz grob, was er da sagt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Dieses im Beat, dieses im Beat, das immer so auftaucht, verschwindet, ist auch nochmal gut. Das sind so kleine Effekte, die so sehr, sehr, ja, ich sag mal klein sind, aber die sehr viel ausmachen auch. Die den Beat auch irgendwie ausmachen. Hook kommt wieder. Okay, Hook kommt jetzt wieder. Ich find's gut, dass er in der Hook Deutsch macht, aber ich hätte es auch gefeiert, hätte er in seinem Part bisschen was auch auf Deutsch gesagt. Ich wundere mich nur gerade, weil jetzt gerade kommt die Hook, wir haben schon beide gehört und das Video geht noch 1 Minute 30, also muss ja noch was kommen. Aber ich fand sein Part war auch gut. Ja. Ja.
Genau so war es. Dieses Ja von ihr, das ist so was ganz Kleines, aber ohne dieses Ja, stellt euch das mal, das sind wieder so kleine Sachen, die sehr viel ausmachen. Auch wieder, wenn das jetzt nicht da wäre, würde man diese Stelle auch nicht so sehr feiern. Ich finde, das macht viel aus, so. So diese Adlibs einfach. Okay. Ups. Okay, diese hohe Stimme von ihm, bin ich ehrlich, ist Geschmackssache. Ich fände es besser, hätte sie mit ihrer Stimme sowas Hohes gemacht. Das hätte mehr gepasst, weil wir haben ihn jetzt schon gehört. So, es wäre wieder. Also wir haben ihn ja jetzt schon den ganzen Part gehört, dann kam er wieder in der Hook. Sie kam kurz vor. Eigentlich fände ich besser, hätte sie diese Stelle übernommen, aber okay. Ich bin Julie, du bist Romeo. Geschäft. Leute, Loredana ist einfach, ich sag euch, Loredana ist eine Hitmaschine. Hit, ein Hit nach dem anderen. Was macht die? Sonnenbrille, Bonnie und Clyde, keine Ahnung, Million Dollar Smile und so. Romeo und Juliette oder Julia, mir egal, aber sie weiß auf jeden Fall, wie man Hits macht. Von hier bis nach Tokio. Hey Julie. Ja, dieses Ja ist geil. Alter, ich habe gar nichts, ich habe nichts zum Video gesagt. Man sieht auf jeden Fall, dass sie im Video einfach wieder richtig viel Cash rausgeballert haben. Das Video ist so geil. Auch diese kleinen Kinder da die ganze Zeit. Auch die ganzen Szenenwechsel, die harmonieren auch gut zusammen. Die Art von den beiden. Also mir gefällt der Beat sehr. Ja, ich fand jetzt, Loredanas Part fand ich jetzt nicht so stark, war aber ganz okay. Dann Parts waren ganz okay, aber diese Hook flasht mich komplett. Diese Hook ist richtig geil, die feiere ich sehr. Und das hat auch so einen gewissen Ohrwurm-Feeling. Geil, der Beat auch nochmal. Was ich aber sagen kann, der Schwarz-Weiß-Filter hat jetzt, finde ich, gar nicht gepasst so, aber ist jetzt kleiner Kritikpunkt, aber Beat ist auf jeden Fall sehr gut, Parts sind okay, Hook ist hammergeil, Video ist geil, also das, ich sag euch mit Ansage, Leute, das wird ein Hit, das wird ein krasser Hit. Okay, Leute, dann sind wir fertig mit der Reaction dazu. Im Großen und Ganzen hat mir das Musikvideo auch gefallen. Ist ein guter Track. Verlinke ich euch natürlich in der Infobox, wie immer, Leute. Das war's mit meiner Reaction. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du die Glocke aktivieren. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao!